Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es wieder eine weitere Upgrade-Episode in GTA 5 und heute ist einfach mal Godzilla dran, Freunde. Wir spielen erstmal als Mini-Godzilla. Ja, ihr seht es richtig, Leute. Wir spielen erstmal als die kleine Version von Godzilla, welche ehrlich gesagt ziemlich süß aussieht, muss ich sagen. Also in der Größe kann ich mir schon als Haustier vorstellen, muss ich sagen. Und wir werden ihn, Leute, Stück für Stück upgraden zu Godzilla. Ich merke gerade, in dem Namen Godzilla ist ja eigentlich schon Gott drin. Wir werden auf jeden Fall zu Super Godzilla upgraden, Leute. Und ich bin sehr gespannt, Leute, welche verschiedenen Formen von Godzilla wir in diesem Video freischalten werden. Vergesst natürlich nicht gerne, Leute, natürlich ein Like da zu lassen. Kostenlos aber ihn auch nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, was Godzilla für Kräfte hat, Leute, in der kleinsten Variante. Denn er ist natürlich deutlich schwächer als der normale Godzilla. Aber ich kann schon mal sehen, er macht so süße Schritte. Also er kann auf jeden Fall schon mal schneller laufen. Das kann er. Also schneller als normale Menschen. So ganz ultraschnell ist er allerdings nicht. Also kann er auch hoch springen. Nee, also springen kann er auch nicht so gut, muss man sagen. Das ist auf jeden Fall in der ersten Variante nicht möglich, aber ich glaube, Leute, was er machen kann, ist einfach Feuerspeien. Das kann nämlich Godzilla, Leute, beziehungsweise hat er da so seine Ultra-Attacke, Leute. Und deswegen probieren wir einfach mal, weil dieser Typ, der Gitarre spielt, der regt mich die ganze Zeit auf. So, mach die Gitarre aus. Perfekt, hat funktioniert. So, ich will hier ein bisschen Feuer machen. Zack. So, wer will hier ein bisschen Heizung bekommen von mir? Sie wollen Heizung. Sie wollen geheizt werden. Ja, hier. Oh, und sie auch noch. Okay, jetzt habe ich ihn angezündet. Okay, alles klar. Also, wie gesagt, Godzilla ist nicht ganz ungefährlich, Leute. Denn er hat quasi Drachenfähigkeiten wie ein normaler Drache und kann erstmal Feuer speien. Ich probiere mal, ob wir irgendwie Leute auch schlagen können. Ob das jetzt noch vor... Oh, ja. Okay, das ist ein ganz normaler Schlag, Leute. Sorry, dass ich hier den Donut ausgeschlagen habe. Alter. Du willst dich mit Godzilla anlegen? Der will wirklich ein 1 gegen 1 mit mir. Oh, Junge, probier's doch. Oh, oh, Alter. Der schlägt ja meinen Kopf hier. Zack. Oh, Alter. Bist du dir sicher, dass du Godzilla hier anschlagen willst? Weißt du was? Ich glaube eher nicht so. Okay, komm. Ich gebe dir noch eine Chance, jetzt abzuhauen. Wenn du mich jetzt nochmal... Okay, schlag mich noch einmal und ich bring Feuer. Schlag mich jetzt noch einmal. Noch einmal. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So, nee, ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Ich hab gesagt, ich werde Feuer speien. Jetzt hat er es auf jeden Fall getan. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall die erste Variante von Godzilla. Gar nicht mal so spektakulär, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich gespannt. Wir werden Godzilla jetzt größer machen. Und dazu brauche ich eure Unterstützung, Leute. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und noch nicht abonniert habt, dann brauche ich eure Unterstützung. Drückt in 3 Sekunden, Leute, auf den roten Abonnieren-Button, damit wir uns in großen, normalen Godzilla verwandeln. In 3, 2, 1 und smasht abonnieren, Leute. Und boom. Freunde, yes! Wir sind zum normalen Godzilla geworden. Jetzt haben wir mal die ordentliche Größe. Und das ist natürlich noch bei weitem nicht die Gottform, Leute. Das ist nicht die beste Form. Es wird noch vieles mehr kommen, Freunde. Seid auf jeden Fall gespannt. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg, Leute. Und wow, wir springen. Bam, Junge. Der macht richtig viel Schaden, Leute. Er macht hier richtig viel. Yo! Alter, ich muss schon sagen, Leute, wie er so an den ganzen Straßen dort vorbeiläuft, einfach nur normal geht, er macht alles unter sich kaputt. Ich will wirklich wissen, wie das aussieht, wenn man so einen normalen King Kong als Freund hat oder so etwas. Wie das aussieht, wenn er die ganzen Straßen dort von Los Santos zerstört. Ist er gerade unter mich durchgelaufen? Ich glaube, das muss man den verbieten. Nee, nee, so nicht, okay? So nicht, mein Freund. Oha, ich habe das Auto genommen. Okay, ich habe das Auto genommen und... Ui, Junge, jetzt habe ich es geschmissen. Das ist nicht gut. Nein, 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 das ist nicht gut. Und, yo, Alter, okay, let's go. Wow, wow, was machst du da? Bam, Junge. Okay, Leute, er macht auf jeden Fall absolutes Chaos momentan in der Stadt. Oh mein Gott, was war das gerade für eine Ansicht, Alter? Ich habe gerade einen kleinen Schock bekommen. Yo, wow, wie das aussieht, Junge. Die ganzen Autos, wie die fliegen. Wie soll man das eigentlich noch toppen können? Oh, oh. Warte, können wir das Auto in der Luft auffangen? Godzilla, Hand an, halt an, halt an, halt, ach da fliegt das Auto hin. Oh mein Gott, Alter, ich muss sagen, die Version hat auf jeden Fall in sich, muss man zugeben. Das Lustige ist, Freunde, wenn ich so diese Kameraperspektive habe, kann ich auch in Gebäude reinschauen, Leute. Ich kann jetzt zum Beispiel mir die Terrasse anschauen oder wie die, oh mein Gott, ja. Und ich kann auch zum Beispiel diese Perspektive sehen, was wir gerade auch gesehen haben. Das sieht alles sehr, sehr merkwürdig aus. Aber ich glaube, man kann dann, wenn man die Kamera dreht, es wieder in normaler Perspektive sehen. So, ich nehme das Auto mal gerne mit. Okay, kann ich es gegen den Helikopter werfen. Probieren wir es mal. So, hat es geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Okay, leider nicht. Leider nicht. Leider hat es nicht geklappt.
So, aber... Oh, Junge, wir haben ihn aber geschlagen. Ohoho, wir haben den Helikopter weggeschlagen. Nice Sache. Okay. Ich glaube, Leute, wir schauen mal bei Franklin zu Hause vorbei, ob da irgendjemand ist. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, Leute, ich glaube, ich mache die ganze Stadt kaputt. Ich will nicht wissen, wie die gleich... Wie gleich die Ultra-Variante von denen aussieht. Wie Godzilla in der Ultra-Godzilla-Variante aussieht. Ich weiß noch nicht, welchen Namen wir ihnen geben werden. Aber ich bin mir sicher, dass uns was einfallen wird, wenn wir herausfinden, welche speziellen Fähigkeiten er dadurch freischaltet. So, wo ist er? Können wir auch hier ins Wasser springen? Das hier ist übrigens, Leute, die normale Badewanne von Godzilla. Also, wenn Godzilla baden will, dann geht er halt in seine kleine Badewanne. Leute, ich weiß, ist nicht ganz groß, ne? Die ist klein auf jeden Fall und ja, da geht er dann definitiv rein, schwimmt ein bisschen. Man muss sagen, da lässt es sich auf jeden Fall gut gehen. So, und jetzt springen wir mal wieder raus und dann ist Godzilla einfach easy gewaschen. Daran liegt es auch, warum das Wasser immer so grün ist, warum es so dreckig aussieht, weil sich Godzilla so oft da drinnen badet und weil das Wasser irgendwie nicht abfließen kann, ist das Wasser halt grün in Los Santos. Deswegen, jetzt habt ihr was Neues gelernt in diesem Video. Auch wenn es wahrscheinlich nicht stimmt, was ich gesagt habe. So, wo ist denn jetzt Franklins Apartment von all den Häusern? Ich will das hier zerstören. Wo ist das Haus? Franklin, wo ist dein Apartment? Ich suche das die ganze Zeit. Das muss doch hier... Ah, das war doch da hinten, ne? Okay, Godzilla, wir holen uns den Franklin sein Apartment. Wird gleich untergehen. Yes, okay. So, rein damit. Okay, Godzilla, wir nehmen dich. Warum läuft der jetzt so langsam? Achso, das war ein kleiner Bug. Wow, oha, Alter. Okay, so. Und jetzt, zack. Oh mein Gott, Franklin, dein armes Haus. Dein armes Haus. Godzilla macht es kaputt. Ui, yo, Alter, ich glaube, wir haben gleich... Hä? Warum bin ich jetzt unsichtbar? What the hell? What's going on? Was ist going on, man? Alter, okay. Yo, okay, alles klar. Godzilla, kommst du da auch wieder raus? Irgendwie, oh mein Gott, ich glaube, wir sind in seinem... Also, jetzt sind wir wieder draußen. Leute, das ist auf jeden Fall die normale große Variante von Godzilla. Ich bin jetzt umso mehr gespannt, wie die nächste Variante von Godzilla aussieht. Deswegen, Leute, wenn ihr jetzt noch nicht geliked habt, dann brauche ich euren Support. Drückt jetzt gleich in 3 Sekunden den Like-Button, dann verwandeln wir uns in die nächste Version. In 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Leute. Was ist das für eine Variante von Godzilla? Ich glaube, das ist die ich auch vorher gekannt habe. Das ist die Eis-Godzilla-Variante. Leute, wir haben jetzt so Eisstacheln auf dem Rücken und haben damit, glaube ich, auch spezielle Fähigkeiten freigeschaltet, oder? Können wir irgendwie was machen damit? Wow, oh mein Gott, oh, Leute, was? Godzilla kann einfach fliegen. Leute, seht ihr das? Wir fliegen einfach. Oh mein Gott. Alles klar, Leute. Wir fliegen einfach als Godzilla durch die Map. Junge, das ist so krass. Und vor allem, es sieht so heftig aus. Aus Godzillas Perspektive sieht die Map aus wie so ein ganz kleiner Spielplatz. Es sieht aus wie so eine kleine Lego-Welt. Oha, Freunde, es sieht so cool aus, muss man sagen. Die ganze Map in einem Augenblick zu sehen. Also auf einem Display einfach komplett zu erkennen. Das ist schon heftig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich hier irgendwo landen kann. So, okay, alles klar, Godzilla. Junge, sind wir in der Dragon Ball Mod oder war, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Godzilla irgendwie so eine Dragon Ball Kreatur sein könnte. Okay, und jetzt gehen wir mal runter. Jetzt bin ich nämlich gespannt, Leute, was wir hier für Fähigkeiten haben. Okay, ihr hört's, Leute, wir können Dinge gefrieren lassen. Okay, das ist eine nice Sache. Wir können einige Dinge einfrieren. Und wisst ihr was, Leute? Wir frieren einfach die ganze Map ein. Okay, komm schon, Godzilla. Wir fliegen jetzt immer und immer höher. Und dann machen wir Folgendes. Wir frieren einfach mal die Map ein. Deswegen, Leute, ich bin jetzt mal gespannt. Okay, so, wir sind relativ weit oben in der Map. Und jetzt werden wir die Map einfrieren, Leute. 3, 2, 1 und... Yo, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben die ganze Map eingefroren. Es ist alles voller Schnee. Es wütet gerade ein Blizzard durch Los Santos. Und da ist ein Flugzeug. Und ich versuche, dieses Flugzeug jetzt aufzuhalten, bevor es abhebt. Nee, das wirst du nämlich nicht machen. Ich werde dich jetzt nämlich einfrieren. Oh, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was... Alter, ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache. Aber es ist... Es sieht so aus, als würde dieses Flugzeug die Kontrolle nicht mehr kriegen, oder? Wir schauen mal. Ja, er versucht nach rechts zu lenken. Ich glaube, Turbine ist ausgefallen. Aber er kämpft, Leute. Das Flugzeug kämpft. Oh, weißt du was? Nice Sache, dass du es versuchst. Wo ist er hin? Wo ist das Flugzeug? Ach, da ist es, Leute. Es ist oben. Warum ist denn das Flugzeug so hoch auf der Map? Nee. Ich würde sagen, das machen wir nicht. Komm schon, ich werde dich jetzt zerstören. Pass mal auf. So. Oha, was machst du da? Wow! Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Was war das gerade? Wir probieren es nochmal. Zack. Und... Bam, Junge. Oh, yo, es ist einfach in der Luft explodiert. Okay. Godzilla ist einfach...
einfach krank geworden. Godzilla ist einfach nicht mehr normal geworden. Und ich glaube, dort, Leute, ist es ultra neblig. Wenn wir dort reinfliegen würden, ja, ihr seht's, dann kann man nichts mehr sehen. Deswegen fliegen wir mal da hoch. Ich finde das echt voll krass, wie das aussieht, Leute. So eine richtige Nebeldecke. Einfach bei Mount Chiliad. Das sieht zu heftig aus. Okay, dann schauen wir mal, Leute, was sich weiter in der Stadt tut. Und dann upgraden wir, Leute, zur Gott-Variante von Godzilla. Also die Gott-Super-Gott-Variante. Wisst ihr, welche ich meine? Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Jetzt sind wir hier, Leute, direkt im Zentrum, im Herzstück von Los Santos. Und Godzilla hat einfach Schnee in Los Santos verursacht. Also wenn ihr euch wundert, warum Schnee, Leute, in Los Santos in GTA Online fällt am Weihnachten, dann wisst ihr, wem ihr das zu verdanken habt. Und zwar Godzilla hat da seine Finger im Spiel gehabt. Okay, Leute, ich würde jetzt sagen, es ist aber jetzt Zeit für die Ultra-Variante, die Gottstufe von Godzilla. Und jetzt würde ich sagen, wir upgraden in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Leute. Wir sind einfach zu Lava-Godzilla geworden, zu Feuer-Godzilla. Junge, als hätten wir nicht schon genug Lava-Götter in Los Santos, haben wir jetzt einfach sogar noch einen Lava-Godzilla am Start. Oh mein Gott. Alter, vielleicht kann er ja mal gegen diesen Lava-Gott, der in Los Santos in den letzten Tagen geströmt hat, gegen den mal kämpfen. Und wir haben jetzt auch schon wieder einen Sandsturm in Los Santos verursacht. Ihr könnt es jetzt sehen. Also wir haben definitiv jetzt hier gerade viel Sandsturm am Start. So, und was kann ich jetzt machen? Kann ich hier irgendwie... Okay. Oh, Alter, ich kann hier einiges machen, Leute. Feuer kann ich ebenfalls speien. Wo kommt das Feuer nur raus? Ich weiß nicht, wo das Feuer rauskommt, aber ich glaube, das kommt aus der Brust irgendwie. Aber Leute, es ist einfach zu heftig. Okay, oha. Warte, durch meine Präsenz alleine... Oha, Junge. Okay, natürlich, Leute. Wir sind der Lava-Godzilla. Und als Lava-Godzilla können wir, glaube ich, einige Dinge machen. Oh, Junge, wir können sogar fliegen. Ja, das ist eine nice Sache, Leute. Weil, wie gesagt, das ist ein ziemlich nice Antrieb, Leute. Lava einfach als Antrieb benutzen. So, was haben wir ebenfalls? Okay. Oha, es dampft, Leute. Ich kann Laser machen. Ich kann einfach einen Laser rausschütten. Juhu. Okay, ich kann den Laser zwar nicht erkennen, Freunde. Das könnt ihr an der Kamera ja auch nicht erkennen. Aber ihr seht, dass da ein Laser rauskommt, weil ich den gesamten Boden hier so... Zack, Alter. Wir haben den gerade wirklich komplett auseinandergenommen. Und mich würde interessieren, Leute, weil Lava ist ja so heiß, dass es leuchtet. Wird das Ganze bei Godzilla auch so aussehen, wenn es jetzt Nacht ist? Leuchtet dann Godzilla? Wir probieren es mal aus, Leute. Ja, Leute. So wie es aussieht, tatsächlich, es funktioniert. Wir leuchten einfach im Dunkeln. Und wie cool sieht das bitte schon aus, Leute? Los Santos im Sandsturm und wir als leuchtende Göttlichkeit, also als diese unfassbar starke Kreatur, wir können da einfach als Leuchtkugel durch die gesamte Stadt fliegen. Das sieht einfach nicht mehr normal aus, muss ich zugeben. Ich versuche mal auf den Maze Bank Tower zu kommen. Oder, oh, da ist ein Zeppelin, Leute. Lass uns doch mal vielleicht diesen Zeppelin mit einem Laser treffen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, und ich versuche mal drauf zu landen. Vielleicht klappt das ja. Ganz normal landen, ohne dass er kaputt geht. Hat funktioniert, Leute, es hat funktioniert. Wir stehen auf dem Zeppelin. Und jetzt laser ich dich kaputt in 3, 2, 1, zack. So, jetzt ist er kaputt, Leute. Oh mein Gott. Ey, das war so cool, muss ich zugeben. Das macht richtig viel Spaß, Freunde. Okay, was haben wir noch für Fähigkeiten, Leute? Ich glaube, ich kann hier irgendwie so ein Tornado machen, oder? Weiß nicht. Boah, Alter, was ist mit der Stadt passiert? So, wir probieren es mal. Und boah, yo. Yo, Alter, gönnt euch das mal. Wie krass sieht das bitte aus? Yo, es ist anders heftig. Es ist anders heftig, Leute. Junge, das kann ich nicht mal auf dem Thumbnail so krass darstellen. Wie heftig das einfach aussieht. Ich glaube, wir machen einfach die ganze Stadt dadurch kaputt. Leute, ich glaube, der Strom fällt gleich aus. Also ich denke, wenn ich das noch ein paar Mal mache, dann ist Los Santos nicht nur im Sandsturm gefangen, sondern einfach komplett kaputt. Komm, noch einmal jetzt. Und let's go. Zack. So, nochmal. Lol. Oh. Godzilla hat auch aufgehört zu leuchten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht warum, aber ihr seht, Los Santos ist... Es ist alles dunkel. Freunde, an der Stelle würde ich sagen, ich beende auf jeden Fall das Video an dieser Stelle. Schreibt mir gerne eure Favoriten-Godzilla-Version. Welche fandet ihr am besten, Leute? Die Eis-Version, die kleine Version, die große oder die Lava-Godzilla-Version? Schreibt es jetzt gerne in die Kommentare und schreibt mir natürlich auch in die Kommentare eure Ideen, wen wir als nächstes in GTA 5 upgraden sollen. Lasst gerne kostenlos ein Abo da. Vergesst nicht gerne zu liken. Checkt mein neues Video, Leute, auf meinen Zweitkanal aus. Da reagieren wir auf eine Millionen-Milliardärs-Villa in Los Angeles. Wirklich ein geiles Video. Checkt es aus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Idzock ist raus, haut rein von uns. Ciao.